Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht weiter bei Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals. Wir haben jetzt das letzte Mal gesehen, dass ja genau diese Schattensog da ist. Und damit greift er dann, kann er einen Zug abziehen. Deswegen habe ich mit Maxim nicht angegriffen. Sonst wäre Maxim jetzt tot, da er diese hohen Werte hat. Und so haben wir dann einen Angriff von Arty auf sich selbst geopfert. Ist aber auch halb so wild, denn wir können ja jetzt mindestens zum Glück mit Arty wieder Champion zaubern. Damit es eben halt auch wieder alles in Ordnung ist. Wir machen ja ordentlich Schaden gegen Deios. Wir müssen da nur clever arm gehen, dann ist der Kampf auch kein Thema. Oh Mann. Kurz vor Schichtende. Kurz vor Schichtbeginn. Meine Güte. Ist schon alles irgendwie ein bisschen atemberaubend, was hier abgeht. Auch Phoenix sauber. Das will er uns auch noch mit Feuerangriffen schwächen. Gut, dass Arty noch seine Heilfähigkeiten hat. Und, ja, ne? Obwohl Seeland kann jetzt mal die Heilen übernehmen. Und Arty greift an. Denn er macht, glaube ich, mehr Schaden mit seiner heiligen Waffe. Oh ja, er macht deutlich mehr Schaden. Seeland heilt jetzt erstmal die ganze Gruppe. Und wir werden als nächstes dann versuchen, Maxims CP möglichst weit hochzuschrauben. Terrorwelle kommt jetzt wieder. Oh je, das ist doch die mit den vielen Statusveränderungen. Ich hoffe nur, sie trifft nicht Maxim. Sehr schön. Aber Guy ist eingepennt. Na gut, das soll jetzt nicht das Problem sein. Wunderwand schützt den Veränder. Nein, das machen wir nicht. Wir greifen ganz normal an. Seeland greift an. Oh ne, Seeland heilt. Seeland heilt den Champion und Arty greift an. Das ist mir ein bisschen sicherer. So, eigentlich ist es doch bis jetzt ein recht humaner Kampf. Finde ich. Frostfee. Oh je, jetzt fängt er wieder an mit seinen Angriffszaubern. Aber gleich müsste Maxim soweit sein, seine andere ZPs, seinen anderen ZP-Skill zu verwenden. Oh, Guy ist aufgewacht. Sehr schön. Wir wollen die Phönixkraft nämlich verwenden. Die Kampfkraft aller Kämpfer wird erhöht und füllt die KP und MP völlig wieder auf. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und wenn die Ego-Kraft zweimal verwenden von Seeland, das reicht ja auch voll und ganz aus. Leute, also, ich habe so das Gefühl, dass wir das Spiel heute noch zu Ende bringen. Ich habe wirklich so arg ein Gefühl. Drache, der Wasserzauber. Na gut, halb so wild. Ich werde auch nicht die den Status von ihm verändern. Ich werde ganz normal weiterkämpfen. Vergiftet, ja, ja, klar. Okay. Ganz normal weitermachen. Ego-Kraft 2 wieder. Sind alle wieder geheilt. Und Guy haut ja auch, oder Maxim haut auch sehr gut drauf. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ich hoffe nur, jetzt kommt gleich wieder ein Angriff auf alle von ihm. Der Schattenwurf. Oh ne, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Abwehren. Angreifen. 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 So, jetzt kommt nämlich dieser Schattenangriff und jetzt greift sich nämlich Arty selbst an. Was halb so wild ist. Wissen wir ja. Weil das opfer ich dann immer gerne mal. So ein Angriff von Arty. Und Arty hat jetzt auch kaum Schaden bekommen. Deswegen können wir ganz normal weiter angreifen. Denn ich habe keine Fähigkeit von Deios bis jetzt gesehen, die uns töten kann. Und das war's. Deios ist bezwungen. War es das auch mit dem Spiel? Ich bin mal gespannt. Also Deios zerfällt, oder zumindest verschwindet. Wir kriegen wieder Geld und EXP. Naja. Warum auch immer. Das ist dein Ende, Deios. Niemals. Die Höllenfürsten sind die Meister der Zerstörung. Gades, Ammon, Arim, vereint eure höllischen Kräfte mit den meinen. Oh mein Gott, da sind sie ja wieder. Aber die leben doch gar nicht. Die Höllenfürsten haben immer noch nicht aufgegeben. Nein, sie sammeln mit Deios Hilfe ihre letzten Kräfte zusammen. Sein letzter verzweifelter Versuch. Ja, aber diese Energie reicht immer noch aus, um die Welt zu zerstören. Was? Diese Wahnsinnigen wollen sich selbst über die Welt und die Welt zerstören, um uns zu besiegen? Das werde ich nicht zulassen. Oh mein Gott. Seeland, Guy, Arty, leiht mir eure Kräfte. Vereint können wir es schaffen. Vereint können wir es schaffen. Jawohl, versuchen wir es. So. Erstmal gegenhalten. Oh oh. Ha, 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 eure Energie ist zu mickrig, um die letzte Barriere zu brechen. Los, wir müssen einfach alles geben. Maxim, Seeland, hält das nicht... Maxim, Seeland hält das nicht mehr länger durch. Keine Sorge, ich schaff das schon. In Ordnung. Und weiter. Wir halten dagegen. Du kleiner Wicht! Jetzt, tu es! So.
Anscheinend haben wir jetzt das Siegel gebrochen. Oh mein Gott, es ist vorbei. Oh nein. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Geh, alles klar? Klar, so leicht macht man mich nicht fertig. Okay. Arti? Arti? Noch am Leben. Sehr schön. Und Selan? Selan steht doch da. Selan? Wir haben es geschafft, Maxim. Alles klar bei dir? Jetzt herrscht wieder Frieden auf der Welt. Ja, jetzt können wir wieder heim. Ich kann nicht mit dir kommen. Selan, was redest du für nur für ein Zeug? Ich wurde getroffen. Ich kann kaum reden. Selan, sprich mit mir. Verflucht, sprich mit mir, Selan. Ich würde gern mit dir gehen. Und unseren Sohn noch einmal. Oh mein Gott. Was passiert da jetzt? Oh Mann. Der Tempel bricht auseinander. Arti, schnell, wir müssen hier raus hier, schnell. Selan und Maxim sind zu weit weg. Wenn wir jetzt warpen, haben die beiden keine Chance mehr. Verdammt, was machen wir jetzt bloß? Geh, Arti, rettet euch. Los, weg hier. Maxim. Wir haben das Böse besiegt. Ihr müsst das den Menschen verkünden. Macht, dass ihr verschwindet. Aber ich kann Selan nicht zurücklassen. Bitte, Freunde, nun geht doch endlich. Arti, wir gehen. Gi, was machst du? Wir haben keine Wahl. Auf jetzt, Arti. Maxim, ich werde der Welt von dir und diesem Sieg erzählen. Du musst aber versuchen... Warp. Selan, eine neue Zeit des Friedens hat begonnen. Wenn wir das nur miterleben könnten. Ich liebe dich, Selan. Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Die Blume meines Herzens. Nimmst du sie jetzt wenigstens mit? Was? Das Beben hat aufgehört? Oh, Deos! Ihr denkt wohl, ihr habt schon gewonnen. Noch bleibt mir diese Insel. Was? Ich werde diese Insel auf Pandoria fallen lassen. Das wird der letzte Akt des Terrors. Hahaha. Was mache ich jetzt bloß? Oh Mann. Hä? Das ist Iris. Iris? Nein, du bist nicht Iris. Ich fühle deine Aura. Diese Aura kenne ich doch. Das ist die gleiche Aura wie die von Arim. Wenn du einer der Höllenfürsten bist, warum hast du mir dann geholfen? Für uns war das die entscheidende Schlacht. Entscheidungsschlacht? Was sollte denn entschieden werden? Ob die Menschheit uns noch braucht. Denn wir, die Höllenfürsten, sorgen für das Gleichgewicht auf der Waage des Lebens. Ich verstehe gleich gar nichts mehr. Das Lufia-Schwert sollte nur gezogen werden, wenn das Böse nicht mehr gebraucht würde. Du meinst, wenn die Menschen den Glauben verloren hätten? Ja, doch die Menschen brauchen den Glauben noch. Deswegen brauchte Arek das Schwert... dachte Arek, das Schwert würde lange ruhen. Aber das Schwert ruhte nicht und deshalb kamen wir. Ich half dir mehr, als mir erlaubt war. Ich weiß auch nicht, warum ich das tat. Die Insel fällt auf Pandoria. Du musst sie irgendwie aufhalten. Ich kann nicht. Warum? Ich bin die Herrin des Todes. Es ist gegen meine Natur, das Leben zu retten. Aber du hast mir doch sonst auch geholfen. Bitte hilf mir und halte den Sturz der Insel auf, bitte. Deinetwegen bin ich doch erst so weit gekommen. War das alles umsonst? Ich habe keine Zeit mehr. Meine Energie lässt nach. Sage mir, wie ich die Menschen retten kann. Eine kurze Unterbrechung, dann finden wir das raus. Und weiter geht's bei Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals. Wie können wir die Menschen retten? Am Fuße der Insel befinden sich drei große Steine. Zerstöre diese Steine, um den Kurs zu ändern. Nur ein Mann mit einer starken Aura kann die mystischen Steine zerstören. Es könnte dich das Leben kosten. Ich verstehe. Mit meiner letzten Kraft werde ich die Tür öffnen, die nach unten führt. Okay. Nun kann ich dir nicht mehr helfen. Es liegt jetzt alles in deiner Hand. Ich werde von einem fernen Ort aus beobachten, ob die Menschheit ihre eigene Zukunft gestalten kann. Ich will Selan mitnehmen. Hallo, ich will Selan mitnehmen. Scheiße, schaffe ich nicht. Gut. Also müssen wir jetzt die Steine zerstören. Es scheinen doch diese Steine zu sein, oder? Naja. Dann wollen wir mal. Mal schauen. Ah, da ist einer. Da ist einer dieser Steine. Das muss der mystische Stein sein. Und? Bam, der ist vernichtet. Gut. Der mystische Stein ist zerbrochen. Noch zwei weitere. Gut, wir werden also jetzt weiter nach den Steinen suchen. Das ist ja jetzt unsere Aufgabe. So, so. Mann, Mann, Mann. Also die Melodie gefällt mir jetzt auch wieder sehr gut. Muss ich sagen. So, das war der erste. Wo sich die anderen befinden, muss ich aber noch rausfinden. Finde ich die hier raus? Nee, also... Muss ich hier irgendwo weitergehen. Gut, gut, gut.
Schon zu lange her mit diesen Steinen. Ist mir komplett entfallen. Oh mein Gott. Nachdem ich diesen Stein geplättet habe, ich glaube, ich muss da oben hinterher. Ja, genau. Hier geht's weiter. So. Weiter geht's. Zack. So. Oh mein Gott. Leute, steht mir bei. Da ist der nächste Stein. Der zweite. Ob der auch zerbersten wird, werden wir im nächsten Teil von Lufia 2 Rise of the Sinisters wiedersehen. Bis dahin, sprach der Raven halt nimmer mehr.